Am kommenden Freitag ist der nächste Fotofragen-Freitag. Zur Vorbereitung möchte ich noch mal daran erinnern, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Schriftlich, entweder als PN, hier bei meinem Facebook-Account oder per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse findet ihr auf meiner Homepage, die lautet www.beateknappe-in-einem-wort.de. Doch schon mal vorab möchte ich euch einen ultimativen Tipp geben als Fotografin. Ihr fotografiert sicher das ganze Jahr sehr viele Fotos, entweder mit eurem Handy oder mit eurer digitalen Kamera. Und was macht ihr dann mit den Daten? Sichert sie irgendwo auf CD oder auf einer Festplatte? Das reicht nicht aus. Setzt euch einmal im Jahr hin und produziert ein Fotobuch. Es gibt unterschiedliche Anbieter im Netz, die sind sicherlich alle gleich gut. Sucht euch einen aus, wo euch die Software gefällt, mit der man leicht umgehen kann und so weiter. Und produziert ein Fotobuch. Das bekommt ihr dann nach Hause geschickt, könnt ihr ins Regal stellen und vor allen Dingen, ihr könnt es anfassen. Und nicht nur das, ihr könnt es auch euren Kindern vererben. Ich finde das unglaublich wichtig, dass ich etwas habe, was ich in die Hand nehmen kann. Denn das ist das Schöne an Fotografie. Also, ihr fotografiert, um Momente festzuhalten für die Ewigkeit. Geht den nächsten Schritt und produziert etwas, was man anfassen kann. Etwas auf Papier. Und die Fotobücher gibt es in unterschiedlichen Formaten und unterschiedlichen Preisklassen und unterschiedlichen Qualitäten sicherlich auch. Sucht euch etwas aus, was euch gefällt. Setzt euch einmal im Jahr hin. Seht eure Fotos durch. Sucht die Besten aus und schafft diese Erinnerung, die ihr dann auch euren Kindern vererben werdet. Ihr werdet sie vererben. Okay, in diesem Sinne freue ich mich auf den nächsten Freitag, 12 Uhr, hier bei FaceTime. Und wie gesagt, stellt mir eure Fragen vorher, die beantworte ich dann live. Und ich hoffe, dass ich dann an einem Ort bin, wo ich eine schnelle Leitung habe, um eure Online-Fragen auch zu sehen. Letzten Freitag hat das nicht immer geklappt, da habe ich eure Fragen nicht sehen können. Ich werde mich bemühen, sie diesmal zu sehen. Okay? So, jetzt muss ich wieder den Finger auf den Knopf drücken und das Video stoppen. Bis nächsten Freitag. Tschüss.